Verzeihung. Ich trank in der Bar so für mich einen Whisky. Da spürte ich, es schaute mich wer an. Och, es war eine Frau mit den herrlichsten Augen. Und ich bat sie zu mir heran. Sie erzählte und lachte und bald fing ich Feuer und ich merkte, sie macht es mir leicht. Ich dachte, warum nicht? Ein paar Abenteuer ist süß und gefährlich für alle zugleich. Also gut, ich leg vor, zweimal Bommi mit Pflaume, danach einen doppelten Gin. Darauf zieht sie nach mit nem Eierlikör und stellt mir einen Slivovitz hin. Danach ging es weiter mit Cognac und Wodka und zwischendrin Shampoos mit Bier. Und obendrauf noch einen echt deutschen Weinbrand, dann sagte ich leise zu ihr: Kannst du noch gerade gehen, Lucille? Ja, ein Bett, das ist alles, was ich jetzt noch will. Fahr du meinen Wagen, denn ich hab im Magen so 2, noch was Promille. Kannst du noch gerade gehen, Lucille? Und der Wirt stellte uns noch ne Cola mit Rum hin, dann ließ er uns beide allein. Und ich ging zur Theke, um Whisky zu holen, auf Händen sowie einem Bein. Ach, sie war eine Schönheit mit herrlichen Augen, doch mit ihr gehen wollte ich nicht. Ich sagte, wer weiß denn, was du mit mir vorhast? Da hör ich, wie sie zu mir spricht. Du kannst wohl nicht mehr stehen, Karl-Heinz. Du hast doch geschworen, du stehst wie eine Eins. Ach, ihr schimpft euch Männer, doch ihr seid bloß Penner. Kawupp dich, das habt ihr wohl keins. Ach, du kannst nicht mehr stehen, Karl-Heinz. Du kannst wohl nicht mehr stehen, Karl-Heinz. Du hast doch geschworen, du stehst wie ne Eins. Ihr schimpft euch Männer, doch ihr seid bloß Penner. Kauf dich, das habt ihr wohl keins. Ach, du kannst nicht mehr stehen, Karl-Heinz.